Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen weiteren Folge bei F1 2021. Wir sind hier am heutigen Rennwochenende in den Niederlanden. Training haben wir schon hinter uns gelassen, das war schlecht gewesen. Jetzt kommen wir zum Qualifying. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser. Wir haben die Motorteile komplett alle gewechselt, dass wir so ein bisschen was Neues haben und ein bisschen was Frischeres. Setup bin ich mal gespannt, ob wir damit einigermaßen klarkommen. Ich würde mal sagen, komm, wir haben hier ein paar weiche Reifen. Wir nutzen gleich mal den ersten aus und fahren da mal ein paar Runden rauf und legen einfach mal los. Ich hoffe mal, dass wir die niedrige 1.12 haben, wenn ich sogar die 1.12 knacken könnte. Das wäre so mein Ziel. Ich denke mal, Q2 ist hier nämlich nicht großartig drängend. Okay, irgendjemand ist vor uns. Warten wir mal kurz ein bisschen ab. Hinter uns jemand. Hinter uns kommt jetzt auch jemand, wa? Nee. Okay, dann machen wir es bereit. Schön Schwung holen. Oh, er fühlt sich aber wesentlich frischer jetzt hier an. So. Gut, da ist auch alles rein. Erste Kurve. Ah! Ey, er fühlt sich irgendwie fixer an. Das kann sich aber jetzt auch richtig täuschen. Am Ende fahre ich trotzdem eine schlechte Zeit. Aber mal gucken. So, hier den Scheitelpunkt darf ich nicht verpassen. Ah, verpasse ich aber trotzdem. Oh, nicht gut getroffen. Rein gleich in den Sektor 3. Oh. Naja. Also durch die ein bisschen mehr Flügel fühlt sich der Wagen auf alle Fälle stabiler an. Ah. Alles weggeschmissen in der letzten Kurve. Wäre eine gute Zeit eigentlich gewesen, wenn wir schon eine 1.12.8 schreiben. Können wir noch eine schnelle Runde hier ranschieben. Oh, der, das sieht gut aus. Der Wagen fühlt sich gut an. Bin aber der Meinung, eine halbe Sekunde locker haben wir in der letzten Kurve weggeschmissen. Ah, ich wollte gerade sagen, da kommt doch gleich einer. Ja. Oh. Ah, guck mal, die Kurve mag ich zum Beispiel gar nicht. Wenn ich die innen nehme, ist mal ein bisschen Käse, kriege ich so viel Schwung. Deswegen nehme ich die mal von außen nach innen. Ganz doof zu nehmen, aber die Delta-Zeit ist ganz gut. Weil bis dato war die Runde auch gut gewesen. Ah, jetzt machen wir ein bisschen Zeit hier gut. Ja. Oh, guck mal, jetzt machen wir richtig schön Zeit gut. So, 3-4 Zehnte könnte es am Ende werden. Ja, 1.25. Ist jetzt keine super Zeit. Ich wüsste aber auch nicht, wo wir viel auffüllen können. Erster Sektor ist bei uns immer top und bis zum zweiten Sektor, aber da wird es auch, glaube ich, immer so ein bisschen kurvenhaltiger. Verlieren wir immer mehr an Zeit. Wir könnten versuchen, noch ein bisschen mehr Aerodynamik zu geben, aber ich glaube, da ist Hopfen und Malzen ein bisschen verloren. Wie sieht es eigentlich im Großen und Ganzen aus? Dan Ticktum ist schneller als hier. Alter Falter, 16. Ey, was machen wir denn hier falsch? Oh Gottes Willen. Wie gesagt, der erste Sektor, der ist ganz gut. Zweiter Sektor ist schlecht. Und der letzte Sektor ist gut. Der zweite Sektor ist richtig katastrophal schlecht. Da habe ich doch keinen Rhythmus. Oh, 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 oh. Ah, dann gehen wir gleich mal auf die nächsten Reifen hier. Da muss noch ein bisschen mehr... Die dürfen eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Frontflüge uns geben, genau. Okay. Dann probieren wir es mal mit den neuen Satzreifen. Also Q2 ist nicht wichtig. Ich will einfach gegen meinen Konkurrent stark sein. Also unter 1.12 muss ich jetzt hier anpeilen. Erster und letzter Sektor sind gut. Zweiter Sektor, ja, sehr ausbaufähig. Da fehlt uns einiges an Zehntel. Okay, ein bisschen locker machen.
Bin bereit. Den Schwung jetzt hier ein bisschen mitnehmen. Gut, auf ein neues. Boah, gute erste Kurve. Na, zwei Sitze sind wir schon mal schneller. Oh, die Kurve war mal extrem gut gewesen diesmal. Ah, schön mit dem Körbsee gespielt, so sieht's aus. So passt bis jetzt alles. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, alles anscheinend eine letzte Kurve hier. Die war jetzt nicht so gut, aber mit dem einiges an Zeit jetzt hier mit. Könnte eine gute Runde werden. Ja, gar nicht mal schlecht. TikTok haben wir schon mal geschlagen. Fahren wir auch nochmal zu Ende. Dieser Q1 ist einfach nicht dringend. Oh, wie, aber der erste, der war exorbitant gut gewesen, ey. Da kommen wir gerade gar nicht ran. Ah, die Kurve war nicht schlecht. Also das Vertrauen ist auf alle Fälle ein bisschen mehr da in dem Wagen. Da kann man nämlich jetzt mal kurz an die Box fahren und dann nochmal eine Stelle Runde hinten ranlegen. Ja, guck mal, die Kurve war wesentlich besser gewesen. Da haben wir fast zwei Zehntel verloren. Holla die Waldfee. Ab wo wird gebremst da vorne? Okay. Für später dann. Okay. Wie viele Minuten haben wir noch auf der Uhr? 5 Minuten, also schnell raus. Da können wir vielleicht nochmal eine zweite gezeitete Runde fahren. Zeitenmäßig, wie gesagt, ey, aber wir haben immer den TikTok geschlagen. Das ist schon mal sehr gut. Und das um knapp ein Zehntel. Mazepin ist sehr schlecht. Die anderen sind auch gar nicht so weit weg. Aber Mickey, 4 Zehntel schneller. George Russell, 4 15 Zehntel schneller. Alter Falter. Oh, Gottes Willen, ey, sind wir schlecht. Oh, sehr schön, 3 Zehntel schon mal. So, jetzt gab es eine Hasskurve Nummer 1. Und die war gut gewesen. Auch hier gut durchgekommen. Schaltepunkt schön erwischt. Oh, das könnte was werden. Hier bei Zeiten bremsen. Schön den Punkt erwischt. Oh ja! Oh, schön den Schwung hier auch mitgenommen. Ja, Zibushi! Yes! Nicht schlecht, Herr Specht. Eine Runde hätten wir ja noch. Aber da noch was rausholen kann, ich glaube mal eher nicht. Nee. Puh, nur ein kleiner Schaden. Alter, weiter, ey. Aber im Großen und Ganzen war das gar nicht mal so schlecht gewesen. So, beste Zeit heute, Charlotte Claire, okay.
Und ja, wir sind vor Dan Ticktum. Der ist auch noch mal eine 1:11.7 knapp gefahren. Also waren wir nur knapp schneller gewesen. Schneller als Russell immerhin. Und ja, zu. Oh. Ja, Miki hat da auch ein bisschen abgebaut. Latifi und Niklas. Nikita Mazepin waren sowieso schlecht gewesen. Dann starten wir morgen vom Platz 17 aus. Gar nicht mal so verkehrt. War eine schöne Runde. Gewesen, aber ich finde immer noch kein Rezept bis dahin.